unseren stationären Altenhilfeeinrichtungen ist trotz der Corona-Situation gut. Wir sind offene Einrichtungen und Besucher regulieren wir natürlich nach hygienischen Gesichtspunkten in Rücksprache mit der Heimaufsicht und dem Gesundheitsamt der Stadt Dortmund. Bei der Finanzierung im Rahmen der Altenhöfe, stationär wie ambulant, helfen wir natürlich gerne und wir helfen auch beim Ausfüllen der entsprechenden Formulare und Anträge, weil das natürlich sehr kompliziert ist und teilweise auch sehr fordernd auch sein kann und man auch hier und da Dinge beachten muss. Also da bitte nicht gehemmt sein, sondern von vornherein fragen. Da unterstützen wir sehr, sehr gerne und lassen da keinen alleine und helfen auf diesem Weg. Sie interessieren sich für einen Platz in einer unserer 7 Einrichtungen, rufen Sie uns gerne an. In der jeweiligen Einrichtung. Weitere Informationen erhalten Sie im Caritas Service Center oder auch in der Caritas Geschäftsstelle. Wir freuen uns über Ihren Anruf. Es kommen verschiedene Kosten auf jemanden zu, der sich in eine stationäre Versorgung oder in die ambulante Versorgung begibt. Ein Teil der Kosten wird getragen durch die Pflegekassen, was hier pflegegradabhängig ist. Einen gewissen Anteil müssen die Bewohner oder die Patienten selber tragen. Wie hoch dieser ist, das ist gut zu ersehen bei den Seiten zum Beispiel Pflegelotse oder Pflegeheimnavigator. Hier kann man die Preise einsehen. Und im ambulanten Bereich ist es am Ende des Tages davon abhängig, wie viel Leistung ich in Anspruch nehme. Ob ich nur so viel Leistung in Anspruch nehme, wie mir die Pflegekasse dazu zahlt oder ob ich mehr in Anspruch nehmen möchte, muss dann aber damit rechnen, dass ich was dazu zahle. Aber auch hier immer bitte nachfragen, hier können wir dezidiert beraten und auch Kostenvoranschläge machen und es lohnt sich nachzufragen. Sie möchten Teil unseres Teams werden? Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Werden Sie mit uns glücklich in der Pflege. Langsam aber sicher nutzen unsere Bewohnerinnen und Bewohner digitale Medien. Vereinzelt finden wir Handys zur Nutzung mit WhatsApp, mit Familienangehörigen. Einige nutzen das Internet, haben eigenes Laptop. In der Hochzeit zu Corona haben wir natürlich alle auch Tablets genutzt und Videocalls mit Angehörigen ermöglicht, die auch weiterhin im Einsatz sind. Digitale Medien werden in der Pflege immer wichtiger, nicht nur im stationären Bereich, sondern auch im ambulanten Bereich. Hier hat natürlich die Pandemie, wenn man es sagen darf, einen positiven Effekt gehabt, dass es natürlich einen sehr digitalen Schub gegeben hat, den wir auch versuchen, natürlich nach der Pandemie auch beizubehalten. Aber es gilt um Kontakte zu Ärzten, zu Apotheken. Hier ist aber auch noch viel Potenzial, was man noch mehr digitalisieren kann. Und hier würden wir uns auch sicherlich freuen, mit Partnern weiter zusammenzukommen und auch mit Wissenschaft weiter zusammenzukommen, weil hier ein großes, großes Feld ist, was man noch sehr gut und digital bearbeiten kann. Unsere Empfehlung: Setzen Sie sich rechtzeitig mit dem Thema Alter und Pflege auseinander. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Vorstands für Ihre geleistete Arbeit, besonders im Rahmen der Pandemie, ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Es ist beispiellos, was Sie hier jeden Tag für unsere Kinder, Klienten, Bewohner, Patienten leisten. Und das in diesen unsicheren Zeiten, die ja auch im Moment sich wieder ein Stück zuspitzen und Sie ja nicht nur beruflich, sondern auch privat hier und da vor enorme Herausforderungen gestellt werden. An dieser Stelle wirklich unser herzliches Dankeschön. Wir sind stolz, so eine tolle Mitarbeiterschaft zu haben, die unter den Bedingungen auch immer wieder sich aufrappelt, ihren Job macht, ausübt, das unter einer hohen Qualität und dafür wirklich unsere Anerkennung und unser Dank. Und wir hoffen, dass Sie auf jeden Fall so weitermachen. Und wie gesagt, Dankeschön.